Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Alan Wake. Ja, und es wird immer spannender und immer geiler. Naja. Gut. Da war das Auto. Den Berg sind wir hochgerannt. Also auf da mal hoch. Ich finde die Fernsicht hier auch immer so genial geil. Echt cool gemacht, finde ich. Boah, guckt euch nur mal den Berg an. Ey, überlegt mal, das Spiel ist älter schon. Hier spricht Batman und ihr hört KBFFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesem Song in Dauerschleife überlassen habe. Aber ich wurde aufgehalten. Wisst ihr, ich bin jemandem vom FBI über den Weg gelaufen, dessen Finger förmlich am Abzug festklebte. Dem müsste man mal gute Manieren beibringen und in den Hinterhalt Okay. und nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich weiß, das sind nur magere Infos und dafür entschuldige ich mich. Sollte vielleicht wirklich jemand anders Gut. machen, aber ich bin ganz Dann sicher. laufen wir da mal runter. Toll, ein Dixi-Klo. Super, also wir sollen zum Berg gehen. Wir sollen zum Bergwerk gehen. Ach, das sieht aus wie da unten. Na, dann schauen wir uns doch da mal um. Ach, eigentlich könnte ich ja das Auto nehmen, was oben stand, oder? Dann müsste ich nicht so halb asthmaatmend hier rumrennen. Toll, ich und wieder Auto fahren. Ich will aber immer überall reingehen und gucken, was ich da finden kann. Also gucken wir jetzt mal da in die Hütte. Vielleicht Munition oder eine Waffe oder irgendwas. Sieht recht kahl aus. Hier ist eine Kiste. Die können wir aber nicht aufmachen. Gehen wir mal nach oben. Das hört sich alles sehr brüchig an hier. Aber gut. Aha. Ich sag doch, wieder ein Stück vom Manuskript. Man muss immer überall reingehen und gucken, ob man nicht doch mal was findet. Ich finde, das sollten viel mehr Leute machen. So. Denke mal, zu dem Bergwerk komme ich, kann ich auch runterfahren, denke ich mal. Also rein ins Auto und weiter geht's. Ups. Das kann nicht mal so einfach jetzt fahren. Oh. Aha. Da kommen wir der Sache schon näher. Ich war zu früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. Tja. Obwohl der Bergbau zunächst ein Gewinner warf, nahm er im 20. Jahrhundert beständig ab. Naja, gut, lesen könnt ihr ja alleine, denke ich mal. So. Vielleicht brauche ich ja davon später noch was, eine Axt oder sowas. Bin ich ja mal gespannt.
Kontrollpunkt erreicht, okay. Main Entrance. Ah, das sind immer wie im Museum so eine Tafeln, wo man lesen kann. Okay. Videoinstanz, geil. Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch am Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Pure Verzweiflung trieb mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen. Tja, so ist das manchmal. Telefon. Wo stecken Sie denn? Planänderung. Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus, dann können Sie ihn nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte dort. Ich hab's satt, herumgeschickt zu werden. Ich wollte Ihre Frau doch lebend wiedersehen. Wenn ja, achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Ich will mit Alice sprechen. Ja, und ich will das Manuskript. Lassen Sie mich nicht warten, Wake. Hallo? Hallo? Ah! Ich bring ihn um! Welch ein Drecksack. Ich musste zum Mirror Peak. Ich war nah dran. Vielleicht näher als je zuvor. Tja, Gebäude verlassen klingt gut. Wie? Auf jeden Fall schon mal eine Etage tiefer. Toll. Ich kann wieder Kaffee trinken. Na, das bedeutet, gleich gibt's wieder einen Kampf. Na ja, gut. Wäre wieder eine Etage tiefer, das wäre schon okay. Liegt da wieder ein Stück vom Manuskript?
Okay. Ich hoffe, ich habe die jetzt alle erwischt. Alter. Lieber nochmal Munition nachlegen. Na gut. Geht doch bestimmt gleich weiter hier mit dem Stress. Boah, das hätte mich beinahe richtig Energie gekostet. Aber okay, wir haben es überstanden. Ist hier noch irgendwas, was ich berücksichtigen muss? Nee, also durch die Tür. Ich sehe gar nichts. Musste dabei irgendwie den Stromschlägen entgehen. Hier gibt es bestimmt irgendwo eine Sache, wo ich das abschalten kann. Wieder ein Generator, der irgendwo rumsteht. Okay, diesen Kampf fechten wir dann beim nächsten Mal aus? Das wird Hardcore. Okay, bis dann. Ciao, ciao.